Eine Erde ist gut. Doch zwei wären besser. Heute werden wir unseren blauen Planeten genau in der Mitte teilen. Womit ließe sich die Erde teilen? Welche Hälfte würde der Mond umrunden? Und warum würden die zwei Hälften nicht lange existieren? Hier ist, was wäre, wenn man die Erde in zwei Hälften teilen würde? Es gibt viele Möglichkeiten, unseren Planeten zu teilen. Sei es durch einen Asteroideneinschlag, mit Hilfe von Atombomben oder einfach durch Graben. Wie auch immer, wir hätten eine Menge Arbeit vor uns. Das mit dem Asteroideneinschlag wäre die riskanteste Option. Der 160 Kilometer breite und 40 Kilometer tiefe Krater in Südafrika entstand zum Beispiel von einem Asteroiden, der größer war als Chicxulub, der damals die Dinosaurier ausrottete. Um die Erde zu teilen, bräuchte man also einen noch viel, viel größeren. Auch die Erde in die Luft zu jagen, könnte auch nicht sehr schön werden. Allein um die Energie des eben genannten Chicxulub zu erreichen, müsste man mindestens 1 Milliarde Atombomben zünden. Man bräuchte einen ganzen Ring von Atombomben rund um die Erde. Klingt auch nicht wirklich nach einer guten Idee. Sich also durch die Erde zu graben und zu schneiden, scheint wohl die harmloseste Option zu sein. Wie schwer könnte das schon sein? Die Menschen graben doch nach allem möglichen Quatsch. Ich hoffe, du hast nichts gegen Schwitzen. Denn jetzt wird es heiß. Sehr, sehr heiß. Man müsste als erstes die Erdkruste durchdringen. Am besten fängt man da an, wo sie am dünnsten ist. Diese Stelle liegt versteckt im Ozean und ist nur 5 Kilometer dick. Danach stößt man auf die zweite Schicht, den Erdmantel. Er ist 2900 Kilometer dick und nehme die meiste Zeit in Anspruch. Ja, doch das Bohren wäre etwas leichter, da der Erdmantel hauptsächlich aus geschmolzenem Gestein besteht. Und er ist nicht ohne Grund geschmolzen. Hier unten ist es unglaublich heiß. Und je tiefer man kommt, desto höher wird die Hitze und der Druck. Für diese Arbeit bräuchte man eine extrem hitzebeständige Kleidung. Am äußeren Mantel können Temperaturen von bis zu 1000 Grad Celsius herrschen. Im inneren Mantel kann es sogar über 3700 Grad heiß werden. Danach kämen die ersten echten Hürden. Die hitzebeständige Kleidung, die man in der nächsten Schicht bräuchte, ist noch nicht erfunden. Selbst eine mit einer Tantal-Hafnium-Carbid-Legierung, dem Material mit dem höchsten derzeit bekannten Schmelzpunkt, würde bei über 4000 Grad nichts helfen. Okay. Für den Spaß tun wir mal so, als hätte man etwas Beständiges erfunden und wir graben weiter. Jetzt würde man sich durch den 2200 Kilometer dicken äußeren Erdkern bohren. Endlich im inneren Erdkern angekommen, erwartet dich eine enorme Hitze. Aber nicht nur das, der Druck ist 3,6 Millionen Mal höher als auf Meereshöhe. Stell dir mal vor, der ganze Druck würde beim Anbohren des Erdkerns entweichen. Eisen, Nickel und Silikate würden wie ein Sektkorken aus dem Erdinneren schießen. Ja, wie gut, dass du am Meeresboden begonnen hast zu bohren. Das geschmolzene Gestein würde sonst an Land ganze Landstriche vernichten und riesige Feuerstürme verursachen. Okay, unter Wasser würde es eine Menge Meereslebewesen gefährden. Ja, und dann müsste man sich auf der anderen Seite wieder hochbohren.
Am Ende würde der ständige Ausstoß von all dem Material aus dem Kern die beiden Hälften auseinanderschieben. Der Planet würde nun beginnen, sich zu trennen. Bei deiner Planung hast du vielleicht nicht bedacht, dass jede Hälfte sofort in sich zusammenfallen würde. Die Schwerkraft würde die Hälften wieder zu Kugeln formen. Jedoch würde das Millionen von Jahren dauern. Du hättest also genug Zeit, dich an ein Leben auf einer Halberde zu gewöhnen. Aber es wäre kein schönes Leben. Unsere Magnetosphäre wäre völlig aus der Bahn. Normalerweise treiben elektrische Ladungen im äußeren Kern das Magnetfeld der Erde an. Doch durch die Teilung würde flüssiges Metall aus dem Erdkern in den Weltraum entweichen. Der Kern könnte sich abkühlen oder sogar ganz aufhören zu brodeln. Die Erde würde ihr Magnetfeld verlieren, das uns vor der gefährlichen Sonnenstrahlung schützt. Ohne Magnetfeld würden die Sonnenwinde den Erdhälften die Atmosphäre wegreißen. Kein Leben wäre mehr möglich. Aber es würde immer noch schlimmer werden. Die beiden Hälften würden sich langsam immer weiter voneinander entfernen. Jetzt hätte auch der Mond ein Problem. Keine der beiden Hälften hätte genug Kraft, um den Mond an sich zu binden. Er würde sich von der Erde lösen und als einsamer Felsen im All umherstreifen. Ohne den Mond gibt es keine Gezeiten, keine nachtaktiven Tiere und vor allem keinen festen Stand der Erdhälften. Blieben beide Erdhälften nahe beieinander, würde auch der Mond bleiben. Er würde die Hälften auf einer neuen Umlaufbahn umkreisen, wie ein Planet in einem Doppelsternsystem. Auch Satelliten wären von der Teilung betroffen und damit auch alle Kommunikationssysteme, wie das Internet. Um das Internet nutzen zu können, damit man den Freunden auf der anderen Hälfte schreiben kann, müssten auch die Satelliten eine neue Umlaufbahn einnehmen. Wahrscheinlicher ist es aber, dass alle Satelliten aus der Bahn geraten würden. Sie könnten ins All geschleudert werden oder zur Erde fallen, wo sie noch mehr Zerstörung anrichten würden. Nach all dem anfänglichen Chaos und der Zerstörung könnten wir uns an ein Leben auf einer Erdhälfte gewöhnen. Aber die beiden Hälften würden sich langsam immer weiter voneinander entfernen. Anstatt Shuttles zum Mond oder zum Mars, könnten wir von einer Hälfte zur anderen reisen. Die eine Hälfte könnte dann die andere mit jeweils fehlenden Waren beliefern. Doch der Transport und somit auch die Waren wären extrem teuer. Stell dir vor, ein Glas Milch würde in der neuen Welt über 20.000 Euro kosten. Vielleicht sollten wir etwas machen, das für Mensch und Tier nicht so schlimme Konsequenzen hätte. Zum Beispiel den Mond in zwei Hälften teilen. Aber das ist ein anderes. Was wäre, wenn?